jetzt für alle großen und kleinen Pappnasen die Mini-Playback-Show. Heute in der Jury die sympathische Gala-Queen Irene Scheer. Der gut gelaunte Fritz Sonnenschein alias Frank Zander. Und die dynamische Country-Lady Linda Feller. Und jetzt kann es losgehen, denn hier ist wie immer gut drauf und voller Schwung Mareike. Bis es wieder Karneval ist. Heute ist es soweit. Wir freuen uns auf Karneval. Deshalb machen wir hier heute im Studio eine Bombenstimmung. Ja. Und ich freue mich auf unseren 5 super Darbietungen von heute. Ich schaue schon mal in mein Minilädchen. Haben wir Marianne aus Leipzig. Marianne! Hallo, Schatz! So! Marianne aus Leipzig, erzähl mal ein bisschen über dich. Du bist sicher jetzt in der Schule, ne? Ja. Und wie ist es da? Manchmal mag ich es nicht, wenn ich in der Schule ausgemeckert werde. Wirst du in der Schule ausgemeckert? Ja. Wie kommt das denn? Naja, jetzt gibt es solche Tetra-Packs, die habe ich in der Schule zerknallt und dann sind alle erschrocken, weil die so laut waren. Das hat mir nicht gepasst. Du hast einen kleinen Streich gespielt. Hm? Und was ist denn passiert? Die sind, und als deine Mutti mich abgeholt hat, da hat meine Lehrerin das der Mutti gesagt und hat sie gesagt, andere Kinder sind ernsthaft erschrocken. Wie findest du denn deine Lehrerin? Naja, es geht. Könnte man die noch ein bisschen umerziehen? Ja. Was könnte sie dann besser machen? Dass sie nicht so viel schimpft. Aber seid ihr dann immer nett in der Klasse oder gibt es denn auch wirklich viel Rampazampa bei euch? Viel Rampazampa. Siehst du? Was machst du sonst noch? Machst du so Sport? Ja. Was denn? Ballett. Oh, Ballett? Kannst du schon ein bisschen was machen? Ja. Was machst du denn schon so? Ein Knicks. Ein Knicks? Würdest du denn vielleicht mal fürs deutsche Publikum ein Ballettknicks machen? Ja, 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 ja. Mach mal. Oh, wie eine echte Prinzessin, ne? Hä? Was machst du denn heute Abend nach? Penny McLean mit Lady Bump. Penny McLean mit Lady Bump! Ja? Und was macht die immer? Das ist Bumpel? Ja. Bump, 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 bumble, the bump, 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 bump. Hey, kann ich ja glatt mitmachen, ne? Penny McLean mit Lady Bump. Dann wollen wir mal ein Kostüm aussuchen, ne? Hm? Hast du schon irgendwo was gesehen? Was Schönes? Wie sah die eigentlich immer aus? Kannst du mir das erzählen? Hm, so. So sah die aus? Boah, mit echten Pailletten überall. Ein echtes Seidelkleid. Schön? Hm? Dann wollen wir das jetzt mal sehen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir durch die Zauberkugel. Das heißt, ich bleib hier stehen. Und das Geheimnis, kein Verraten, ne? Hm? Versprichst du das? Ja. Okay,
Penny McLean, Lady Bump, viel Erfolg, Schnuckel. Tschüss. So itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you. It's a Saturday night, and I feel alright. So come on, let's dance. Look at me. All I wanna do is to boom to D. So come on, let's dance. Look at me. Meine Güte, wahnsinnig toll, nicht Linda? Das war so toll. Und vor allem mit der Penny McLean hast du dir ja was ganz Schwieriges ausgesucht, weil es mit dem Tanzen natürlich recht schwer ist. Aber am Anfang hast du gesagt, dass du in die Tanzschule gehst, zum Ballettunterricht. Und ja, das hat sich natürlich unheimlich bemerkbar gemacht. Mein großes Kompliment. Ja, und ich meine, was würde Kurt sagen? Kurt würde erstmal sagen, absolute Spitze, Mädel, absolute Spitze. Aber ich muss sagen, ich kenne ja die Penny McLean und ich habe sie oft genossen. Sie ist eine sehr gute Künstlerin, kann sehr gut singen, aber sie bewegt sich manchmal etwas, wie soll ich sagen, dürftig. Was du gemacht hast, war Spitze, Mädel. Du bist ja besser in der Bewegung. Heute Abend auch wieder zu Gast bei uns Irene Scheer. Schön, dass du da bist, Irene. Ich freue mich. Und du kennst sicher auch Penny McLean, ne? Ja, ich kenne sie auch. Und ich finde es auch toll, dass du auch ein Oldie genommen hast. Das, glaube ich, war in den 70er Jahren. Und du hast ja auch gesagt, du willst ja Sängerin werden. Ja. Ja, also dann mach richtig voran. Denn wenn du auch Tanzunterricht nimmst, Gesangsunterricht und ein bisschen Schauspieler, dann sehe ich, dass du eine Riesenkarriere haben kannst. Ja. Aber es muss auch Spaß machen, ne? Ja. Ja. Herzlichen Dank schon mal an die Jury. Und nach unserem kurzen Ausflug in der 70er Jahre sehen wir uns gleich wieder in die harte 90er. Bis gleich. Und jetzt kommen René und Vito aus Offenbach. So. René und Vito aus Offenbach. Und, was seid ihr voneinander? Freunde. So richtige dicke Freunde? Ja. Ja? Was macht ihr so den ganzen Tag zusammen? Spielen. Alles. Was alles?
Also wir gehen manchmal ins Kino oder McDonald's essen oder wir gehen raus spielen mit anderen Jungs, Fußball spielen. Mhm. Ich spiele schon 8 Jahre Fußball. Wie? In einem Verein Fußball. Du spielst 8 Jahre Fußball, dann hast du schon Fußball gespielt, wo du in die Windeln lagst? Ja, nein. Ja, ich glaub schon. Ja? Also 3 Jahre habe ich angefangen. Dann hattest du gerade wahrscheinlich keine Windeln mehr an, ne? Weiß ich nicht. Nee, mit 3, dann wärst du schon spät dran, ne? Und du? Was möchtest du später werden? Erfinder. Erfinder? Wirklich? Ja. Hast du denn ein Vorbild? Zum ja, im Hort gibt's ein paar. Und was möchtest du denn erfinden? Eine Zeitmaschine oder sowas. Eine Zeitmaschine? Vielleicht, ich weiß nicht. Falls ich schaffe. Also das bedeutet eine Maschine, wo man reinsteigt und dann in eine andere Zeit eigentlich wieder aussteigt. Weiß ich nicht, ob es funktioniert. Hör mal, da musst du ja ganz clever sein. Wie hoch ist dein IQ? Was? Wie hoch dein IQ ist? Was ist denn das? Wie viel hier so oben reingepackt ist, ne? An Intelligenz. Gar nichts eigentlich. Aber Einstein hatte eine Menge da oben, ne? Hm. Und was ist euer Lieblingsfach in der Schule? Deutsch, Mathe und Werken. Und deine? Musik, Kunst und Sexualkunde. Ja, und zum ersten Mal ist Mareike Amaro im Minilädchen sprachlos. Sexualkunde. Aber auch damit wärst du kein Einstein. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Vielleicht. Hä? Vielleicht. Na gut, aber wir sehen gleich was von euch. Was sehen wir gleich von euch? Also wir Snow. Snow mit dem Lied in Pharma. Snow! Aber da musst du ja richtig... Hopsatine. Ja, ich kann das nicht, ne? Da muss ich noch ein bisschen üben. Brauchen wir ein Kostüm. Such dir eins aus, Einstein. Für mich bist du jetzt Einstein, ne? Ach, schon. Und wenn du die Zeitmaschine entwickelt hast, dann rufst du mich halt an. Machst eine Maschine, wo man jünger wird vielleicht. Ist auch keine schlechte Idee, ja, ne? Wenn ich deine alte Großmutter bin, dann rufen wir einander an, ja? Mhm. Spitze Snow, Informer, Informer, oder wie es auch hieß. Gilt die Zauberkugel. Tschüss. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word? Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go bam. I like you, bum, bum, bam. Take the money, say that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like you, bum, bum, bam. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go bam. I like you, bum, bum, bam. Da man na sitte der mes tomme stab som mor ane le Ale ki bom bom dam Pisa da man rotome na de blow da me door Bring you kapa chu chu ma window So they put me in the back the car at the station From that point up my reach my destination Where the destination reaching out of east attention Where the look at me pants look up me bottom So informer You know sitte der mes tomme I go glam Ale ki bom bom dam Da man na sitte der mes tomme stab som mor ane le Ale ki bom bom dam You know, say that I'm a snowman, I go play him. I like you, boom, boom, damn. Take the man, I say, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. So, big all the mothers think they have more power. They want to phone me, say they want to run me. For what I use, the ones and now me call me lover. Love who be calling on the one, tell me. I make up for you, my heart down to my belly. They say that I'm a snowman, I be cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have them, it's a tornado in farmer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man, I say, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Take the man, I say, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Why would I be? Why would I be?
boy. Been sitting around cooling with my tippy dippy girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone rings. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer. Non c'est dans la messe, mais y'a gros glam. Allez, qui bon bonheur. Take them on the scene, c'est dans la messe, mais start somewhere down in hand. Allez, puis bon bonheur. Informer. Non c'est dans la messe, mais y'a gros glam. Allez, qui bon bonheur. Take them on the scene, c'est dans la messe, mais start somewhere down in hand. Also hättest du das erwartet, Einstein? Ja. Nein, ne? Einstein hätte das gar nicht gedacht. Irene! Also, es ist Wahnsinn. Ich kann nur sagen, also man muss ein Einstein sein, um diese Sprache zu verstehen. Wisst ihr, welche Sprache das ist überhaupt? Ich habe nachgedacht, ich könnte mir den Text nicht merken. Und ich muss sagen, ich sage das auch in meiner Sprache. Jungs, ihr wart super cool. War wirklich super. Toll. Super. Ja, Linda, weil es war ja nicht einfach, diese Sprache, ne? Bubli bum 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 und so. Ich bin verdutzt. Was soll man dazu sagen? Ich habe ja auf den Monitor geschaut. Die Beine, der Mund, alles wirbelte. Es war einfach spitze. Ja, es heißt Bubli bum 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 im Gefängnis oder so ähnlich, ja? Also ich fand euch auch ganz stark und cool, man. Einstein, herzlichen Dank auch an dir. Und ich schaue wieder in mein Mini-Lädchen. Und jetzt kommen Thomas, Dominik, Matthias, Boris und Benjamin aus Kernen. Hopti-popti-popti-pu. Kommst du eben? Ich glaube, du gesehen dich gar nicht, ne? Kommst du eben hier? Ja, want anders hätten wir dich gar nicht gesehen, ne? So, kann jeder sich mal vorstellen hier? Weil ich weiß ja nicht, wer ist, ne? Ich bin der Benni aus Kernen und bin 9 Jahre. Du bist 9 Jahre aus Kernen und du? Ich bin der Boris Feistritzer aus Rommelshausen und bin 8 Jahre alt und komme aus Kernen. Ich bin der Dominik Reichert, komme aus Rommelshausen und bin 9 Jahre alt. Und du bist sicher 3 Jahre alt, ne? Ja. Ich bin der Thomas Schneider. Ich komme aus Rommelshausen und bin 8 Jahre alt. Und wir wollen den Horst Streit grüßen von Rommelshausen. Aha. Und du? Ich bin der Matthias Kreisel, auch aus Rommelshausen und bin 8 Jahre alt. Aha. Und wie kommt das denn, dass, hast du zu wenig gegessen, oder wie? Ja. Ja, die anderen sind alle schon ein bisschen größer, ne? Mhm. Ist das für dich ein Problem? Ja. Ne, muss man viel Milch trinken, gute Kartoffeln essen. Ne, was isst du denn am liebsten? Spaghetti. Ja, da wird man natürlich auch nicht groß mit, ne? Da wird man höchstens dick von. Hä? Hast du Tiere? Ja. Was ist dein Lieblingstier? Schlange. Also, ich weiß nicht, was da mit dir los ist. Schlange sind deine Lieblingstiere? Ja. So richtige, echte? Hast du die zu Hause? Ja. Wie viele? 4. 4 echte große Schlangen? Nee. Gummi. Schon, ihr sitzt am Esstisch und da gehen dann die Schlangen durch, ne? Aber so ist es nicht, ne? Gummischlangen, sagt er, gell? Sag mal, ihr habt sicher eine unheimlich coole Idee gehabt heute, ne? Ja. Stimmt's? Ja. Was für eine Idee? Wir machen Kätzchen und Gretel nach. Ja? Ugly Kid Joe. Ugly Kid Joe. Ugly Kid Joe! Kostüm, ne? Und?
alle gut in Stimmung? Da musst du ja richtig fetzen, ne? Ja. Sollen wir ein Kostüm aussuchen? Ja. Cool man. Wo meinst du, wo hängt's? Ja. Denk da, ne? Siehst du was? Ich glaube, du hast das Größte wieder genommen, nicht? Das ist doch das Längste hier, oder ist es deins? Ja, das ist meins. Oh, das muss so lang sein, das ist auch in, ne? Wink noch einmal nach Kerpen, oder wo war es auch wieder, Kernen? Da in die Kamera 3. Wir sind großartig! So! Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle! Viel Erfolg! Tschüss! Also ich muss sagen, erstmal seht ihr ja gar nicht so ugly aus, Ugly Joe. Nee. Ihr seht fantastisch aus. Ich muss sagen, sowas habe ich noch nicht gehört oder noch nicht gesehen. So eine Witzchen, fünf Jungs und so gut drauf. The performance was fantastic, wenn man so schön sagen kann. Ne? Und hier haben wir Irene. Ich glaube, ich schließe mich auch dieses Publikum an. Denn ich muss sagen, diese Bühnenshow war wirklich perfekt einstudiert. Es war ganz toll relaxed. Ihr wart alle synchron. Also ihr habt ja wirklich eure Texte ganz toll genau gelernt. Und also selbst der Schlagzeuger, also alle haben es perfekt gemacht. Ich war total begeistert. Erste Sahne! Boah! Und wir haben, herzlichen Dank an die Jury natürlich, und wir haben den ganz Kleinen natürlich heute noch bei uns in der Sendung, nämlich unseren Wonneproppen. Und die haben wir besucht im Europapark in Rust. Die Wonneproppen. Im Rechnen bin ich der Beste. Doch,
im Langrechenaufgaben rechnen, da kann ich dir eine vorrechnen. Ja. 8 plus 8, 8 plus 2 sind 10. Wie viel brauche ich von 2 noch auf 8? 6, also sind 16. Da komme ich ja gar nicht mit, können wir es doch mal machen. Mhm. Langsam, 8 plus 8 sind 8 plus 8, 8 plus 2 sind 10. Wie viel brauche ich von 2 noch auf 8? 6, also sind 16. Hör mal, hast du eigentlich heute was vergessen? Nein. Das glaube ich nicht. Was vergessen? Deine Hose steht auf. Hast du doch vergessen, oder? Ja. Die klemmt. Was klemmt? Die Hose? Vielleicht so mal ein bisschen zerren und dann noch mal hochschieben. Die, ja. So, genau so wie er das macht, ne? Meine ist zu. Ist deine zu? Ja. Ja, ist wichtig, ne? Man kann doch nicht im Fernsehen da so rumsitzen. Ja. Ne, das geht nicht, ne? Genau. Was gibt's denn Typisches in der Schweiz zum Essen? Aha. Fleisch. Ich bin ein Frosch. Ein Frosch? Und dann rührt man das zu einem Teig. Und anstatt kann man auch Schinken nehmen. Oder so kleine Schinkel in Würfeln schneiden. Ups, das war. Super! Und jetzt kommt ein ganz kleiner Wonnekoppen, Antje aus Halle. Hoppa! Hallo! Hä, Antje? Mein Hockerchen. Da können wir dann am besten in die Augen gucken, ne? Ja. Halle wohnst du? Ja. Ist Halle eine schöne Stadt? Naja, es geht. Würdest du gerne wegziehen, irgendwo anders hin? Nee, ich will mal gerne was Neues was Neues erleben. Du möchtest gerne was Neues erleben. Du findest, es ist da ein bisschen langweilig. Ja, immer nur das Gleiche zu sehen. Du möchtest gerne ein bisschen viel reisen, ne? Ja. Ich war ja auch viel unterwegs. Hm? Du müsstest später Reiseleiterin werden. Da kannst du alle Länder besuchen. Ne? Oder was möchtest du denn später machen? Ärztin. Ärztin? Warum? Weil das ist schön, wenn man anderen Menschen helfen kann. Finde ich auch ganz toll, ja. Das ist doch schön, ne? Ja. Was haben wir denn da? Das hat Linda Feller mir geschenkt, die in der Jury sitzt. Linda Feller hat dir das geschenkt? Wieso denn das? Weil ich Linda Feller nachmache. Du machst Linda Feller nach. Und weißt du, ich habe noch eine Überraschung für dich. Das habe ich von Linda Feller bekommen. Für dich, damit du das gleich ganz toll nachmachst. Das bringt Glück. Danke. Musst du eigentlich ihr bedanken, ne? Herzlichen Dank, Linda. Danke. So. Und wie heißt das Lied? Linda Feller, du bist das Salz in meiner Suppe. Ich bin das Salz in deiner Suppe? Ja. Echt? Ja. Ich bin das Salz in deiner Suppe. Geht das so? Wie geht das Lied? Du bist das Salz in meiner Suppe, bist mein Stern am Firmament, bist mein Elter und Pantoffeln, der das Kind beim Namen nennt. Boah! Und das wollen wir natürlich jetzt auch sehen. Suchst du dir ein Kostüm aus, Schnuppel? Da vielleicht? Was hat Linda Feller an? Findest du das schön? Wollen wir Linda mal zeigen, ob sie damit zufrieden ist, nicht? Linda, alles okay? Fein. Sieht das gut aus? Sehr schön. Dann gehen wir jetzt durch die Zauberkugel. Linda Feller, du bist das Salz in meiner Suppe. Viel Erfolg.
ob ich heute noch immer so glücklich bin. Sie kann nicht verstehen, dass ein einziger Mann sie im Leben glücklich machen kann. Doch voller Stolz komm ich dann zu ihr sagen, ja, du warst die Lösung auf genau die gleichen Fragen. Feller, meine Güte, wie ist es eigentlich, wenn jemand einem nachmacht? Ach, das ist ein ganz komisches Gefühl, weil sie sieht so echt aus. Ja. Unglaublich. Also, ein großes Lob an die Maske. Ja, ganz prima. Das hast du so schön gemacht. Und sie sagte mir am Anfang, die Antje, sie hatte leider keine Videokassette, um sich das anzusehen. Und sie hat das ganz alleine einstudiert. Es war ganz toll. Ich danke dir. Und Irene wurde auch hier mal nachgemacht, ne? Wurde auch mit Kopfweh nachgemacht, ja. Aber unser Antje war ja auch superb. Also ich muss auch sagen, du könntest auch die Tochter von Linse sein. Also es war verblüffend, diese Ähnlichkeit zwischen euch. Und deine Ausstrahlung war sehr süß, deine Bewegungen waren sehr, sehr gut. Und ich kann nur eines sagen, du bist ja der Salz in der Suppe, ne? Salz in der Suppe, hä? Ja, und nach diesen Country- und Western-Klängen sehen wir uns gleich zurück mit richtiger Rock-Klängen. Bis gleich. Und jetzt kommt Axel aus Hirscheid. Axel! Herr Direktor, kann ich nur sagen, nicht? 1,63 Meter beinahe. Ist ja gar kein Mini-Mädchen mehr, ne? Schon so groß? Ja. Viel gegessen, ne? Ja. Und gesunde Milch getrunken, gell? Ja. Hirscheid, wo liegt das? Bei Bamberg, oh, in Oberfranken. Also ein bisschen im Süden, ne? Ja. Und was machst du da so in Halle? In Hirscheid, Herle, Halle. Na, was mache ich dort? Was machst du so in deiner Freizeit? Ich, na ja, ich spiele Tennis und Tischtennis. Mhm. Basteln. Und mittwochs gehe ich immer zum Tierarzt, zum Dr. Dresel, und da helfe ich in der Praxis mit. Wie, du helfst Dr. Dresel in der Praxis? Ja. In eine Tierpraxis? Ja, Tierarztpraxis. Nein. Doch. Echt? Ja. Und was machst du da? Wirst du da reingelassen? Weil ich meine, muss man doch erst studiert haben und... Nee? Na, ich komme halt mittwochs, da gehe ich immer hin und dann kommen halt irgendwelche Leute und dann gehen wir in das und das Zimmer und da liegt halt die und die Spritze und die gibst du mir. Und so geht es dann halt. Wie? Du machst auch schon Spritze setzen und so? Na, Spritze setzen noch nicht. Ich gebe ihm halt das Zeug. Ich gebe ihm halt die Spritzen oder die Medizin. Wie, der Hund oder der Arzt? Nein, ich gebe dem Arzt auch die Spritzen oder die Medizin dann. Ja, und warum machst du das? Na, ich bin halt mit meiner Katze da öfters hin und dann habe ich einfach mal gefragt, ob ich da nicht mitmachen kann. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wenn du willst. Und dann seitdem habe ich halt da mitgemacht. Da wirst du sicher später mal einen sehr guten Tierarzt, ne? Bist du denn auch gut in der Schule? Ja, es geht. Ja, man muss ja eine Menge studieren später, gell? Ja. Ja, und sag mal, wen machst du denn heute nach? Den Alice Cooper. Alice Cooper! Oh, mein Bruder, der hat mal so einem Freund so eine Kassette ausgeliehen und das hat mir auch echt gut gefallen. Und dann dachtest du, ich mach heute da mal ein bisschen so Alice Cooper nach, ne? Ja. Was für Lied ist es? Poison. Poison von Alice Cooper. Brauchen wir bestimmt, ne? Ein bisschen. Oh ja. Oh ja. So. Hör mal, das sieht ja richtig cool, man, aus, ne? Ja. Heavy cool. Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Aber gleich gehst du durch diese Zauberkugel und das ist alles vorbei. Verzaubert
aus Alice Cooper. Viel Erfolg, Herr Direktor. Danke. Ne? Tschüss. Alice Cooper, Poison. Tierarzt, Sie waren wunderbar. Es ist unglaublich, nicht? Also, ich glaube, das ist, wird eher ein Sänger, nicht, Frank? Wahnsinn. Also, ich muss sagen, diese Verwandlung von dem seriösen jungen Mann zu diesem Energiebündel, ja, diesem Horrorprinzen, Donnerwetter, absolute Spitze. Linda! Alice Cooper ist sehr schwer, meiner Meinung nach, zu imitieren. Das hast du wirklich ganz, ganz toll gemacht. Meine Hochachtung. Schön, ne? Hey. Ja, und die Jury kriegt es natürlich auch heute wieder sehr, sehr schwer. Sie ziehen sich jetzt mal gleich zurück und wir schauen uns alle 5 Beiträge von heute noch mal in Rückblick an. Bis gleich. Catching the cradle in the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you come in, I don't know when we get together then. Und
jetzt wird es natürlich ganz, ganz spannend. Hier stehen alle unsere wunderschönen Pokale. Wer hat die wohl heute gewonnen? Das kommt erst später. Aber ihr habt alle ein wunderschönes Gerät gewonnen, ein Casio-Keyboard. Und wir zeigen den jetzt mal. Alle kriegen eins von uns geschenkt und da könnt ihr alle möglichen Sachen mitmachen. Ist es toll? Ja. Und wir fragen jetzt mal die Jury. Die haben sich sehr, sehr lange gestritten, aber weiter nichts Schlimmes passiert. Wir fragen trotzdem Linda Feller, wer ist denn heute Dritte geworden? Der dritte Platz geht an... Na. Snow. Snow. Ein Pokal für euch. Herzlichen Glückwunsch. Super. Und Frank, wer hat denn heute den zweiten gewonnen? Ja, also ich fühle mich heute wie eine Rose zwischen zwei Dornen. Es war doch umgekehrt. Was haben wir uns gestritten hinter der Bühne? Nee? Ich habe immer noch ein blaues Auge, irgendwann glüht es. Ich war immer anderer Meinung. Ich war auch der Meinung, dass alle Nummer eins sind. Sowieso, das wisst ihr ja. Aber wichtig ist, dass auch ein deutscher Titel unter den Dreien ist. Und das ist Linda Feller. Die Nummer zwei. Richtig. Linda Feller. Boah. Habe ich doch wohl an die Richtige gegeben, oder? Ja, natürlich. Und hier stehen meine beiden Lieblingen. Die mag ich am liebsten, weil man da so schön so ein bisschen Cola reintun kann. Ne? Aber Irene, wer hat denn heute diesen ganz großen Pokal gewonnen? Ich habe natürlich auch die große Ehre, dass ich auch der Erste sagen kann, aber ich muss dazu sagen, dass ihr wart ja alle für uns heute die echte Champions. Nur, es gibt nur eine, der Erste sein kann und das war Alice Cooper! Alice Cooper! Alice, zeig ihm! Ja? Unseren Tierarzt! Aber einer meiner Lieblinge, die kriegt ihr. Und für dich auch einen ganz, ganz tollen Pokalschnuckel. Herzlichen Dank, auch du warst ganz, ganz super. Ne? Ja, und was fehlt jetzt noch? Ne? Was fehlt jetzt noch? Das Mini-Playback-Show. Lied und das große Finale hier im Studio. Lampenfieber weg, der Puls geht ganz normal. Und auch werde Papas und Mamas hier im Saal. Die Show ist nun zu Ende und ihr wart richtig gut. Denn zu so einem Auftritt gehört Menge Mut. Kinder bringen vor. Woche. Wir freuen uns schon drauf auf die Mini-Playback-Show. Ich danke der Jury, Linda Feller, Frank Zander und Irene Shear und das tolle Ballett von Lucia Martas und das ganze Team. Bis nächste Woche, sage ich, die Mini-Playback-Show.